Herzlich willkommen zu Toms Guitar Corner Tutorials. Guitar Pro ist der Standard, wenn es um das Erstellen von Tablaturen für Gitarre, Bass und andere Saiteninstrumente geht. Zugang zu Guitar Pro erhält man natürlich auf der Website der französischen Firma Arovas unter www.guitar-pro.com. Hier ist die Seite auch schon aufgerufen. Wer Guitar Pro erstmal in Ruhe testen möchte, kostenlos, der kann sich die Trial Version runterladen. Ich gehe einfach auf Produkte, wähle mir unter den Produkten Guitar Pro 6, auf die anderen gehe ich später noch ein, nicht mehr in diesem Video, und wähle die Trial Version. Werde ich jetzt nicht tun, weil wir gleich uns mit der Vollversion beschäftigen würden, denn die Trial Version hat folgende Einschränkung: Man kann nur mit den mitgelieferten Demo-Files experimentieren. Es ist also nicht möglich, fremde Dateien oder Dateien aus dem Netz einzuladen. Und selbst erstellte Tablaturen können auch nicht gespeichert werden. Zudem gibt es auch wenige Instrumente, nur 3 Gitarren, elektrisch, Western, Klassikgitarre und jeweils nur ein Bass, Schlagzeug und ein Piano. Deswegen gehen wir gleich auf die Buy-Version. Ich gehe hier einfach nochmal zurück. Und man könnte das auch über diesen Button direkt aufrufen. Von 59,95 € erhält man dann Zugang zu der Buy-Version. Wenn man das tut, dann wähle ich zunächst einmal, wie ich das Ganze bezahlen möchte. PayPal wäre eine nette Möglichkeit oder jede Kreditkarte oder wird auch gehen. Dann geht es zu den persönlichen Informationen, E-Mail-Adresse, Name und so weiter. Die private Lizenz wird gewählt. Musikschulen könnten auch einen Discount-Code eingeben. Dann wählt man noch aus, ob man die Download-Version möchte oder 10 Euro extra bezahlt, um eine DVD-ROM zu bekommen, inklusive Box. Was aber nicht nötig ist, weil die Download-Version ist immer die neueste, aktuellste Version. Wenn das geschehen ist, geht man auf Continue. Und das Ganze funktioniert natürlich jetzt nicht, weil ich nichts eingegeben habe. Wenn man das aber gemacht hat, wartet man dann auf Post von Arovas, geht ziemlich schnell, guckt nach in seinem E-Mail-Programm und erhält dann eine Mail, die so beispielsweise so aussieht, wo man eine User- und eine Key-ID bekommt. Ich habe hier das alles mit Xen ausgext, weil es keine gültige Nummer sein soll, nur als Muster. Mit diesen beiden Werten, der User-ID und der Key-ID, geht man dann zurück auf die Arovas-Seite. So, noch einmal zurückgehen. Und wählt diesmal jetzt den Support-Bereich aus. Im Support-Bereich muss ich jetzt meine gekaufte Version registrieren. Und bei der Registrierung werde ich jetzt genau diese User-ID und die Key-ID, die ich per E-Mail erhalten habe, gebrauchen. Wähle meine Plattform aus und wähle noch ein Passwort aus, ein persönliches Passwort für meine eigene Version. Gegebenenfalls, falls das nicht schon automatisch hier stehen sollte, nochmal bitte die persönlichen Informationen eintragen, validieren. Und fertig. Geht natürlich jetzt auch nicht, weil ich ja bereits alles schon gemacht habe. Sobald das geschehen ist, kann ich jetzt auf der Guitar Pro Seite wieder in den Support-Bereich gehen und werde diesmal die User-ID eingeben und ein Passwort, das Passwort eingeben, was ich selber zuvor gewählt habe. Damit kann ich mich jetzt einloggen. Und jetzt komme ich erst in den Download-Bereich erstmalig, wo ich hier unter Download Full Software den Download-Link bekomme. Ich wähle wieder entweder Windows, Mac-Version oder Linux-Version. In meinem Fall begnüge ich mich jetzt mit der Windows-Version. Das Ganze wird gespeichert. Das geht relativ schnell, weil die ganzen Soundbänke, die erforderlich sind, erst im zweiten Rutsch nach Installation des Programmes durch den Updater hinzugefügt werden. Es geht also hier lediglich um 33 MB. Es ist fertig geladen. Mit einem Doppelklick starte ich jetzt die Installation des Programmes. Ausführen. Bestätigen, deutsche Sprache auswählen, weiter, das bestätige ich auch, das bestätige ich auch. Desktop-Symbol möchte ich gerne haben und auch in der Schnellstartleiste zum schnellen Aufrufen finde ich gut, installieren wählen und es geht recht schnell, die 33 MB für das Basisprogramm erstmal zu installieren. So, und jetzt werden wir aufgefordert, unsere User-ID einzugeben und unsere Key-ID. Das sind 3 Blöcke, die muss ich also einzeln reinkopieren. Ich muss entscheiden, ob ich das für alle Benutzer aktivieren möchte. In meinem Fall ist das so. Und ich stimme den Software-Lizenzvereinbarungen zu. Das ist natürlich auch wichtig. Und schon geht es los. Ich könnte auch noch offline aktivieren, falls mein Computer nicht am Netz angeschlossen ist. Das wird aber nicht Thema dieses Tutorials sein. Guitar Pro wurde erfolgreich registriert. So. Wenn das geschehen ist, nach dieser erfolgreichen Registrierung sehe ich mein Guitar Pro-Programm, was ich erstmal in den Vollbildmodus bringe. Und schau mir einmal an, welche Version ich habe. Unter Hilfe über Guitar Pro kann ich sehen, aha, es ist die Version vom 12.06.2012.
Jetzt ist es wichtig, dass ich unter Hilfe den Updater starte, damit ich mir die restlichen Programmstrukturen noch holen kann. Auch das muss ich wieder mit der Fritzbox zulassen und werde nun den Download veranlassen. Das werde ich jetzt stoppen, weil das eine ganze Weile brauchen wird. So, jetzt ist die Installation gleich zu Ende. Wir werden noch die letzten Nachrüstungen abwarten, bis alles registriert ist. Jetzt ist Gitter Pro fertig. Wir werden kontrollieren, ob alles gut funktioniert hat. Wir wählen Hilfe, informieren uns über Gitter Pro. Das ist Version 6.1.4 nach wie vor geblieben, allerdings mit allen Soundbänken. Das ist die Version vom 12.06.2012. So, nach diesem Update ist Gitter Pro jetzt erfolgreich installiert, geupdatet, aber wir sehen hier an diesem grün markierten Symbol, dass weitere Updates vorliegen. Das war also erst der erste Rutsch. Wir drücken also hier erneut drauf. Das wird immer grün sein, wenn ein neues Update anliegt. Wenn es rot ist, dann liegt nichts an. Und die Bestätigung, Sie müssen Gitter Pro aktualisieren. Möchten wir den Updater starten? Ja, das möchten wir. Und auf diese einfache Art und Weise bleibt Ihr Gitter Pro stets aktuell. Um das Ganze zu überprüfen, ob es funktioniert, wähle ich Datei, ein Beispiel öffnen, in zum Beispiel All of the Witches. Gehe mit dem Cursor ganz an den Anfang. Und um das abzuspielen, wähle ich Play. Dafür könnte ich auch die Space-Taste. Und wir hören, alles funktioniert wunderbar. Die Instrumente sind dort. Und Gitter Pro ist erfolgreich installiert. Viel Spaß beim Ausprobieren.